zweimal nicht gewonnen, das ist schon schade. Aber grundsätzlich, was ich das erste Spiel gesehen habe, war sehr, sehr gut mit Ball. Und kaum Probleme gehabt, defensiv. Ich glaube, die erste Halbzeit haben wir schon 6, 7 große Chancen verworfen. Und zweite Halbzeit, glaube ich, 5, was Timo gesagt hat. Und ich glaube, eine große Chance gegen. So, eigentlich war das erste Spiel, mussten wir ganz locker mit 3, 4, 5-0 gewinnen. Und dann bist du richtig zufrieden. Aber de Art und Weise, wie ze het spiel angenommen hebben, die spielprincipes, wat we zien willen, zijn we zeer tevreden. Ik heb de eerste Halbzeit gezien im Livestream van onze eerste Mannschaft. Ik fand, die hebben den Ball sehr goed laufen lassen bei der Hitze. Schnell en einfach gespielt, dat was der Trainer sehen wollte. Und, ja, wir haben sehr viele Chancen rausgespielt. Geiger hat ein wunderbares Spiel gemacht, immer aggressiv gewesen, den Ball gut. Also guten Zug zum Tor gehabt. Ich freue mich, dass er wieder da ist und fit ist. Aber auch die Rest der Mannschaft, Grifo und so weiter vorne, das war gut. Das zweite Spiel, muss ich sagen, haben sie richtig gekämpft zu gewinnen. Großes Kompliment auch gemacht, diese Jungs. 0-2 hinten, eigentlich war nicht wie das Spiel war. Dann kommen sie zurück bis 2-2. Zweite Halbzeit etwas umgestellt mit Ball. Leo etwas mehr auf der 10 gestellt. Und waren wir, glaube ich, noch besser im Spiel. Ja, und dann mussten wir eigentlich das Ding gewinnen. Und wenn vielleicht Josh de 4-2 macht, ist das Spiel zum Ende. Ich habe auch gesehen, dass am Ende platt waren, die Jungs. Aber sie haben versucht und gespielt, um zu gewinnen. Und das habe ich auch gesagt, das wollen wir sehen. Ze wollten das Spiel gewinnen. Und auch wie sie am Ende in die Kabine waren, waren sie natürlich nicht zufrieden. Und das ist gut, dass sie nicht zufrieden sind, weil sie nicht gewonnen haben. Bis zum Tor waren wir gut drin. Dann haben wir ein bisschen gebraucht, dann kriegen wir es 2-0. Ja, dann... ja, sind gut zurückgekommen, haben den Kampf angenommen. Nadi mit dem Abschluss, Ada mit dem Tor. Und dann stand es schon 2-2 zur Halbzeit. Da haben wir gesagt, komm, wir gewinnen das Spiel jetzt. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat Drabzon nicht mehr viel gemacht, außer dass wir uns da 1, 2, 3 Mal selbst in die Bredouille bringen. Ansonsten haben wir das Spiel beherrscht. Aber insgesamt ja, hätte ich gerne das Spiel heute, das zweite Spiel gewonnen. Das ist schade, dass am Ende das 3-3 passiert. Aber bin sicher, dass für uns noch ein paar Wochen liegen, wo wir das noch besser machen können bis zum ersten Pokalspiel.